Ich glaube, es war schon vor dem Spiel. Also, wo ich mich erinnern kann. Ja, klar, war es vor dem Spiel. Irgendwann mal aufgewacht, nachts, schweißgebadet. Ja, ich habe so Martin Grey hat mit mir das Zimmer nur teilt. Und dann irgendwann bin ich dann da aufgestanden und habe gesagt, das habe ich gerade geträumt. Ich habe zwei Tore oder was geschossen. Also, war schon witzig irgendwie. Naja, das habe ich eigentlich schon noch relativ präsent. Also, es war, glaube ich, ein Eckball. Und der wurde geklärt von den Italienern. Ging dann rechts raus und Paul Lambert hat ihn dann halt irgendwie blind in den Strafraum reingehauen. Also groß geschaut hat er da sicherlich nicht. Und der Verteidiger ist dann unten durchgesprungen und ich habe mit der Brust runter mit dem linken Fuß reingemacht. Das zweite war ein Eckball vom Andi. Eigentlich genau auf die richtige Stelle und ich habe meinen Kopf gemacht. Ja, kurzfristig war es natürlich schon relativ eng. Ich meine, wir hatten ja die ersten 20 Minuten, muss man auch nochmal dazu sagen, natürlich ein Riesenglück gehabt. Da waren sie uns haushoch überlegen. Sie hatten, glaube ich, zwei oder drei richtig gute Torschancen, haben sie alle nicht genützt. Und ja, und danach, wo der Anschlusstreffer gefallen ist, da war natürlich schon nochmal Alarm, auch bei uns in der Mannschaft. Aber durch das grandiose Tor natürlich vom Lars hat man natürlich da ein bisschen die Luft rausgenommen dann. Ja, ich glaube, es ist für jeden Spieler natürlich, der im Finale gestanden ist und auch da mitgewirkt hat über die ganze Saison, ist das natürlich wahrscheinlich der Highlight auch in seiner Karriere gewesen. Das Gleiche kann ich auch nur für mich da bestätigen. Das war eine super Teamleistung von allen Spielern. Und aber klar, ein Finale zu spielen, zu gewinnen, Champions League und noch ein Tor zu schießen oder zwei, das ist natürlich dann schon für jeden Einzelnen dann auch